Hallo und herzlich willkommen zu Festool TV. Mein Name ist Frank und im heutigen Thema geht es um Videos. Und ich weiß, dass einige von euch gerne die Festool TV Videos anschauen, auch die Quick Guide Videos, aber immer wieder höre ich bei Messekontakten, dass ihr mir sagt, hey, wie finde ich am schnellsten die richtigen Videos? Das heißt, die richtige Anwendung, die richtigen Zubehörvideos und. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein Video aufmache bei Festool TV, wo finde ich exakt in diesem Abschnitt das richtige Detail? Und genau dort haben wir angesetzt und für euch eine App entwickelt, und zwar die How-To-App. Und die hilft euch sicherlich jetzt schneller das richtige Video zu finden für eure Anwendungen oder Problemfälle. Jo, ich würde sagen, wir legen gleich los. Ich habe mal hier auf meinem Smartphone, ihr könnt es hier an der Seite sehen, die App schon installiert über den Apple Store zum Beispiel. Könnt ihr den finden. Und das ist die erste Startseite und da fragt mich jetzt die App gleich mal, ob ich das Ganze jetzt in Englisch möchte oder in Deutsch. Wir gehen hier mal in die deutsche Sprache und gehen hier auf Weiter. Und klar, jetzt wird ihr natürlich abgefragt über die Datenschutzerklärungen. Hier stimmt er natürlich zu. Das kennt ihr ja von anderen Apps genauso. Und es hat einfach den Vorteil, dass wir euch auch dann die dementsprechenden Informationen zuschicken könnt, wenn es etwas Neues gibt. Hier gehen wir mal auf Weiter und so kommt es zu den einzelnen Schritten. Das heißt, Entdecken der Tutorials-Videos, können wir mal weitergehen. Dann haben wir hier, wie finde ich am schnellsten Antworten auf meine Fragen und natürlich auch, wie kann ich hier über den MyFestool-Account auf diese How-To-App gehen. Und hier sehen wir schon in der nächsten Seite, dass wir hier uns anmelden können, entweder über die MyFestool Account, also wenn ihr da angemeldet seid, aber, und das finde ich auch recht clever, ihr könnt euch ohne eine Registrierung hier die Videos anschauen. Das ist immer von Vorteil, wenn jetzt nicht unbedingt jetzt Kunden seid von uns, aber ihr habt Freude an unseren Videos und möchtet sehen, wie das eine oder andere vielleicht am besten geht, könnt ihr hier ebenfalls sehr komfortabel ohne eine Registrierung reingehen. Wir werden uns jetzt mal anmelden. Ich gehe auf den grünen Button. Und jetzt muss ich natürlich hier mich anmelden. Das haben wir gemacht. Und jetzt sind wir schon hier auf der ersten Seite, auf der Entdeckerseite, sage ich mal. Und ihr seht oben das kleine Symbol mit dem Profil. Ihr seht hier ein Fotoapparat. Was es auf sich hat, komme ich gleich später noch drauf. Und eine Übersicht, wo ihr letztendlich auch einen Kürzel eintragen könnt. Das alles zeige ich euch. Ich möchte aber mal zuerst mal runterscrollen. Hier im Vorfeld ein kleiner Film über aktuelle Produkte, die man euch schon mal vorab vorstellen möchte. Und jetzt seht ihr hier ihre Videos. Das heißt so viel, das sind genau die Videos, die ihr in eurem Account habt. Das heißt, die ihr vielleicht von Festool schon gekauft habt und die könnt ihr dann jetzt hier finden. Wenn jetzt hier ein Produkt dabei ist, wie zum Beispiel hier vorne vom Diamant-Trennsystem, da gibt es zurzeit kein Video. Aber wir sind natürlich immer hier jetzt ständig dran, neue Videos zu erstellen. Die werden dann automatisch hier hochgeladen, sodass ihr dann hier zugreifen könnt. Also diese Videos hier bei Ihre Videos sind dann eure Maschinen. Wenn wir jetzt weitergehen, dann sehen wir hier alle Videos. Was heißt das konkret? Wir haben hier einen Katalog letztendlich so aufgebaut, dass man hier, ja, wie im Katalog, die Videos findet. Das heißt, sobald ihr jetzt hier auf Handkreissägen geht, oder Bohren, Schrauben, dann kommt er direkt zu allen diesen Videos. Festool TV, alle Videos mal grundsätzlich. Dann haben wir hier die Quick Guides Videos, Tipps und Tricks und empfohlene Videos ebenfalls, wenn wir hier Top-Neuheiten haben, haben wir hier hinterlegt. Dann gibt es noch spezielle Videos, zum Beispiel für den Schreiner, also für die Holzbearbeitung oder den Holzbau, also die Zimmerleute, haben ja gerne auch ihre speziellen Videos. So haben wir auch eine Rubrik nur für die Maler und im Renovierungsbereich. Also für jeden sehe ich etwas dabei. Und jetzt möchte ich euch mal einladen, hier mal in die Tiefe zu gehen. Sprich, wir gehen mal hier in die Videos und springen mal rein bei den Sägen. Und jetzt seht ihr schon, wie im Katalog oder wie auf unserer Homepage sind hier alle diese Sägen aufgeführt. Und wenn ich jetzt eine TS55R habe, gehen wir mal hier drauf, wird mir sofort angezeigt, alle diese Filme über die TS55R und natürlich auch die Zubehörteile,
die ich letztendlich für die T55er einsetzen kann. Vorausgesetzt natürlich, wir haben dieses Video schon gedreht, aber ihr wisst, wir sind ja ständig hier dran, uns hier mehr Videos dann praktisch zu produzieren. Nun gehe ich mal rein in den Bereich, ja, machen wir hier mal Führungsschienensystem. Zack. Und jetzt seht ihr schon, der Frank fängt jetzt gleich zu sprechen an. Und hier machen wir den Ton geschwind weg. Hoffe, dass ich es hinkriege. Ja. Und jetzt seht ihr hier, wir haben das Ganze auch aufgeteilt. Das heißt, wenn ihr jetzt nur zum Abweiser was wissen möchtet, geht ihr hier auf den Abweiser rein. Wenn ihr hier jetzt nur den Tauschschnitt sehen möchtet, geht ihr nur in den Tauschschnitt rein und ihr könnt detailgenau hier in dieser Szene das Richtige, die Lösung letztendlich finden. Also ich denke, das ist wirklich eine tolle Sache, hier schneller das richtige Video aufzufinden. Wir gehen mal wieder zurück und ich möchte euch zeigen, dass wir hier natürlich auch hier über diese Funktion des Eingebens, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Maschine habe, gerade die TS55R, und ich gebe mal das hier oben ein, ich schreibe jetzt praktisch mal TS55 und ihr seht, schon werden wir hier wieder diese Quick Guides Movies, also Videos oder auch die anderen Videos aufgezeigt, sodass ich hier sehr schnell wieder das Richtige finde für mein Produkt. Wir gehen wieder zurück und an der Seite seht ihr hier einen kleinen Fotoapparat. Ich aktiviere jetzt mal kurz mein anderes Smartphone, weil hier kann ich euch dann am besten zeigen, wie das funktioniert. Also dieser kleine Fotoapparat drückt man hier mal drauf und automatisch erscheint hier ein Scanner. Und das Schöne daran ist, wenn ihr jetzt hier ein System habt, da gibt es ja diesen Barcode hier drauf, ja, oder QR-Code. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, automatisch, weiter runter, hier sind wir, zack, ging sehr schnell, sind alle diese Videos, die für die OF1400, die hier jetzt drin ist, produziert wurden, stehen dir zur Verfügung. Also ich denke, eine richtig tolle Sache, um schnell die richtigen Videos, die richtige Information zu finden. Wir gehen wieder zurück und hier oben gibt es noch dieses Profilbild. Ich drücke mal drauf. Jetzt kommt er. Hier ist der Peter Pan hinterlegt. Also auch ein Kollege von uns. Spaß. Und hier können wir jetzt natürlich auch wechseln. Wir können Festool direkt kontaktieren, wenn uns was aufgefallen ist, zum Beispiel an den Videos oder wenn er sagt, hey, ich brauche unbedingt ein Video über das und das. Schreibt uns das. Das ist sehr hilfreich. Dann natürlich hier die Region, wenn ihr jetzt eine Reise macht nach England oder ihr seid Handwerker, habt vielleicht auch im Ausland zu tun, dann könnt ihr auch in England die englischen Filme anschauen von meinem Kollegen drüben. Und wir haben hier natürlich auch Datenerfassung, Nutzungsbedingungen, Datenbedingungen und im unteren Bereich die zwei anderen Apps, die ihr ja wahrscheinlich schon kennt. Und zwar die Festool Order App oder die Work App. Jawohl, ich bekomme schon Nachrichten. Und hier gehen wir wieder zurück. Und so haben wir wieder die Übersicht. Also ihr seht, eine Menge Möglichkeiten mit dieser tollen App, mit dieser How-To-App, so heißt sie nämlich. Also direkt loslegen, in den App Store rein, ladet euch die App runter und habt viel Spaß bei den Festool Videos. Bis dann, euer Frank. Tschüss.